Ronald Regli hat keiner so richtig auf der Rechnung. Zwar ist der Schweizer 19-facher Meister seines Landes und Sieger im renommierten Nations Cup, doch beim Masters-Turnier in Fürstenfeldbruck gehört er nicht zu den Favoriten. Als Ronald Regli im Finale den Ball mit der 9 direkt vom Anstoßpunkt aus versenkt, gelingt ihm ein sogenanntes Ass und er gewinnt das Endspiel gegen den viermaligen polnischen Meister und Eurotoursieger Mieszko Fortuński. Ist natürlich Wahnsinn. Also hätte ich wirklich nicht erwartet. Ich weiß, ich kann es. Aber für das, was ich im Moment trainiere, hätte ich es wirklich echt nicht erwartet. Und ja, super. Ja, schwierig zu beschreiben gerade im Moment. Im Turnierverlauf räumt Ronald Regli einen Topstar nach dem anderen aus dem Weg. Darunter mit dem Spanier David Alcaide, auch Europas Nummer 2. Und mit dem Gesamtsieger der German Tour 2016 auch den Lokalmatadoren Roman Hübler. Das Masters-Turnier der German Tour wird vom BSV Playhouse Fürstenfeldbruck ausgerichtet. Es ist meiner Meinung nach eines der zwei stärksten Turniere auf der German Tour. Hier, seit wir das machen, das stärkste. Man sieht ja von der letzten Wochenende Eurotour, Halbfinale. Sind drei von den Halbfinalisten sind auch hier im Start gewesen. Gespielt wird 9-Ball, eine Variante des Poolbillard. Die German Tour macht in diesem Jahr zum dritten Mal Station in Fürstenfeldbruck. Angefangen hat die Tour ganz klein, mit gerade mal 7 Turnieren im Jahr 2014. Wir haben über 1000 Turniere insgesamt. Das sind natürlich sehr viele Turniere mit nur 20 Leuten in Vereinsheimen, sogenannte Hausturniere. Und dann gibt es zahlreiche Major-Events, zu denen auch Fürstenfeldbruck gehört. Die sind natürlich erstklassig besetzt, sowohl von der Teilnehmerzahl her als auch von der Qualität. Dass die europäische Billard-Elite nach Bayern kommt, hat auch mit der für deutsche Verhältnisse üppigen Möglichkeit, etwas zu verdienen zu tun. Das Gesamtpreisgeld beträgt 10.000 Euro. Wir haben diesmal das größte und stärkste Feld. Wir haben es auch gemacht, weil wir heuer 25-jähriges Jubiläum haben vom Verein, Gründungsjubiläum. War das letzte Event dieses Jahr, was da noch dazu zählt. Das Finale der German Tour wird erst 2017 ausgetragen. Dann sollten alle den sonst in der Regionalliga spielenden Ronald Regli auf der Rechnung haben. Der Sieger hat sehr gute Chancen, würde ich sagen. Also wenn man sich hier in Fürstenfeldbruck durchsetzt, kann man auch das Finalturnier gewinnen in Sindelfingen Anfang Januar. Das Turnier ist natürlich ein super Turnier. Ich komme jedes Jahr gerne hier hin. Gutes Niveau, coole Spielhalle. Macht richtig Spaß hier zu spielen. Und auch dieses Jahr, natürlich mit dem Schlussresultat, bin ich natürlich umso zufriedener. Ja. Beim Tourfinale wird Ronald Regli wieder auf viele der diesmal von ihm besiegten Billardstars treffen. Vielleicht erweist sich der Sieger von Fürstenfeldbruck dann erneut als Hecht im Karpfenteich.